Hallo zusammen, ich habe hier einen lautlosen Absorberkühlschrank für eine Arztpraxis mit Digitalthermostaten. Dieser Kühlschrank hat ein Absorberkühlsystem, ist absolut geräuschlos, ist relativ klein. Wir haben hier nur eine Breite von 35 cm, eine Höhe inklusive diesem Kasten hier, wo der Thermostat sitzt, von 53 cm und eine Tiefe von 40 cm. Wir können hier die Temperatur gradgenau einstellen. Wir haben innen drin eigentlich nur, was wir gewöhnt sind, von einer kleinen Minibar, ein Tablet hier, Fächer. Wir haben hier einen Lichtschalter, man sieht es vielleicht, ja. Und hier kann ich über diesen Digitalthermostat, kann ich hier zweimal Set drücken, habe ich eingestellt auf 2 Grad, das ist die tiefste Temperatur, und dann geht er auf 4 Grad hoch. Ich kann über den Thermostaten hier über Set zweimal drücken, dann sehe ich die Solltemperatur, die Temperatur, die sein sollte. Wir haben hier jetzt 2 Grad ausschalten, 2 Grad höher ist einschalten, also bei 4 Grad. Wir haben hier ein Hauptschalter, lange drücken. So schaltet der Kühlschrank aus, steht off, wieder lange drücken, dann kommt wieder die Temperatur, die momentan innen drin ist, 2-3 Mal aufmachen. Ja, das ist dieser kleine Kühlschrank hier. Hinten habe ich eine Abdeckung dran. Der Kasten hier wird von uns aufgesetzt. Ja, wirklich für Arztpraxis. Also für Arztpraxen oder sonst irgendwo im Schlafzimmer ein Kühlschrank, der absolut geräuschlos ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Also für Arztpraxen oder auch im Schlafzimmer ein Kühlschrank, der absolut geräuschlos ist. Ich verlinke euch hier oben ein anderes Video, wo ich noch den größeren euch so zeige. Hier die Bedienung von dem Thermostaten. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.